Schon ist wieder Tricky vor uns da. Wie macht er das nur? Nun gut, wir sind jetzt im Herzen des Aquaquelltempels und ihr seht's. Okay, der ist sehr interessant aufgebaut. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass der so aufgebaut war. Ach je, und wie in The Legend of Zelda hasse ich Wassertempel. Weil die sind einfach doof. Sind immer so doof aufgebaut. Hier gab es auf jeden Fall noch ein Puzzlespiel, ein Puzzlerätsel, und zwar in diesem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Und diese Art Puzzlespiel, die wir hier machen dürfen, hasse ich des Todes. Gab's hier nichts? Der wusste zu viel. Ich sehe es gerade gar nicht. Bin ich hier richtig? Okay, hier tut sich mal nichts. Nichts? Hä? Bin ich hier schon wieder völlig fehl am Platz hier, oder was? Ach, die Tür lässt sie... Weißt du, so eine fette Tür, die zu ist? Da kommst du ja nicht mal auf die Idee, ja, soll ich jetzt da einfach mal hinlaufen? Vielleicht öffnet die sich ja auch einfach. Toll. Boah, ja, aber wo muss ich jetzt hin? Wow, Fox! Komm ich da irgendwie hin? Glaube nicht. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn ich erstmal hier lang gehe. Hier ist ja alles überflutet. So viel dazu. Ach, wait, war da... War da jetzt... Da war doch jetzt irgendwas... Da war doch so eine Einkerbung. Okay. Sharpclaw-Action. Sweet. Einfach mal so ein Block. Dann komm mal her. Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin damit? Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich, ich vermute es einfach mal so. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Aber ich glaube, den Block, den muss ich mal hier hinschieben. Alter, ich hab... scharf! Einfach mal den Block durch Tricky durchgezogen. So, okay. Hat mir das jetzt was gebracht? Nein, Tricky, wir haben schon Let's Played. Ganz am Anfang des Parts, beziehungsweise der Aufnahmesession. Ah, okay. I see. I know what I have to do. Ja, den Raum gab es ja auch noch. Der war ja auch lustig. Hier ist wieder so eine Timing-Sache. Also hier, der Aquaquelltempel, der fordert hier wieder alles von einem. Hier Geschick, logisches Denken, Timing. Ja, hier wird der Grips ordentlich auf die Probe gestellt. Das jetzt hier schon machen?
Glaub nicht, oder? Ja. Geh mal weg, du nervst. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mache hier irgendwas falsch. Ja, ich bin mir sogar sehr sicher, dass ich hier was falsch mache. Ah, okay. Tricky, let's go. Weil diese Krasoa-Statuen da oben, das sind, ja, könnte man sagen, Wasserspeier. Und mit denen müssen wir jetzt hier die Flammen hier löschen. Nur das Lustige dabei ist, die drehen sich. Deswegen, Timing-Sache. Fox, beeil dich. Los, du hast nicht ewig Zeit. Ich wollte gerade sagen, Fox, lass los. Ach, herrje. So, machen wir jetzt mal. Und Bingo. Und ah, noch gezählt, wunderbar. Komm, mach doch mal schneller. Junge. Komm schon. Los, den triffst du noch. Nice. Na komm, den triffst du auch noch. Los, 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 los. Los, kotz dich aus. Spuck drauf. Alter. Das war jetzt eigentlich easy peasy. Da musste ich jetzt einfach nur den Infernistar spammen, damit er hier die ganze Zeit, hier der eine Crossover Wasserspeier hier, sich auskotzt. Ah, okay. Ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick. Weil wir sind jetzt hier bei dem Schieberätsel. Habe ich gerade Schieberätsel gesagt? Ich meine Schieberätsel. Und ich hasse Schieberätsel. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Okay. Piss dich. Sie sind zerfetzt, aber so richtig. So. Okay. Wie muss ich das hier jetzt machen? So. So. Alter! Junge! Aber ich glaube, glauben heißt nicht wissen, ich weiß. Aber ich vermute mal, ich weiß, was ich tun muss. Ja, irgendwie haben diese Schieberätsel so ein ähnliches Prinzip, weil du musst erstmal irgendwie vor, dann nochmal zurück, um dann wieder vorzukommen. So, jetzt dann hier den so, zack. Da jetzt rüber. Und hier nochmal so. Weil wenn dieser Block hier den kompletten Rand hier berührt, dann verschwindet der und wir müssen das Ganze nochmal von vorne machen. Und zack, ich hatte mit meiner Vermutung recht. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück und dann nochmal drei Schritte nach vorne. Klang das logisch? Ich denke schon. So, und ich habe jetzt nicht aufgepasst, wo ich jetzt hin muss. Weil ich hier wieder dumm labern musste. Ah, okay, bin hier schon richtig. Alter. Oh shit, ich hab keinen Maggi mehr. Scheiße. Wo kriege ich denn jetzt Maggi her? Ich brauche keinen Pesa, ich brauche Maggi. Maggi gibt's da unten. Ach, verdammt. Da ist noch Wasser. Verdammt. Verdammt ich! Ja, das ist jetzt doof. Dich ist jetzt dezent doof. So, ich hoffe, das reicht. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier wieder zurückkomme. Nicht, dass ich wieder den ganzen Weg hier latschen muss, aber ich glaube nicht. Ich müsste eigentlich einen Weg zurückgeben.
Es gibt immer einen Weg zurück. Bingo. Hui! Zack. Dankeschön. Und wenn ich jetzt hier weiter... Wenn ich jetzt hier weiter da rumlaufe, müsste ich jetzt eigentlich bald zu einem Teleporter kommen. Genau. Und das dürfte jetzt eigentlich das Ende sein, wenn ich jetzt hier noch richtig zielen und schießen würde. Ich habe natürlich nicht getroffen. Ach Gott, warum muss ich denn da stehen, ey? Ja, so müsste das eigentlich klappen. Ist das die falsche Farbe? Es war die falsche Farbe. Ich habe gedacht, das wäre blau, der Orb da drüben, aber er war grün. Alter, jetzt bin ich schon farbenblind. Ich habe vor zig Jahren eine Malerausbildung gemacht und bin farbenblind. Das darf ich keinem erzählen. Haben jetzt nur ein paar Leute mitgekriegt, die sich jetzt dieses Video hier angucken. Kennen wir doch. Ja, wo sollen wir denn hingehen, Tricky? Wir sind doch schon da. Hier im Zentrum des Magiestroms. So, wo muss er hin, der Arnstein? Da. Der zweite Schritt ist getan. Der Magiestrom ist schon zur Hälfte gebannt. Aber das reicht natürlich noch nicht. Richtig, mein kleiner Dicker hier. Hey Fox, du erkennst auf Peppys Dinosaur Planet Karte, wohin es als nächstes geht. Dankeschön. Slippy out und Peppys in. Zum Thorntail-Tal, wer hätte es gedacht? Dann mal zurück zum Thorntail-Tal, ne? Und gucken, was der nächste Schritt sein wird hier auf unserem Abenteuer. Damit dürfen wir das Spiel ja jetzt... Ja, eigentlich haben wir es zu... Eigentlich schon locker, jetzt schon zu 50% durch, weil als ich das... Spiel hier jetzt gestartet habe, so diese Aufnahmesession, stand da bereits, ja, du hast das Spiel schon zu 50% durch. Also müssten wir das Spiel ja jetzt logischerweise zu über 50% durch haben. Bin ja mal gespannt, was uns jetzt als nächstes erwartet. Oder ob die Thorntails wieder irgendwelche Probleme haben. Ach, guck mal, und da hinten, da lungert Rüdiger rum. Er hat sich mal wieder einen Fisch gefangen. Oder irgendwie so. Oder vielleicht schmeißt er auch einfach seine Goldbarren durch die Gegend. Fragt er sich wieder, wo habe ich die Goldbarren gelassen? Ich alter Mann. Da halten die ordentlich was aus. Die Sonne geht unter. Lalalala. Ah, Tricky. Ist alles gut. Er kann es bestimmt kaum noch erwarten hier, dass wir wieder Ball spielen, damit er hier wieder seine Farbe ändern kann. Ich müsste, glaube ich, echt mal auf YouTube nachschlagen. Ich meine, da gibt es bestimmt ein Video dazu. Es gibt zu allem irgendwie ein Video auf YouTube. Welche Farben Tricky hier in dem Spiel so alles annehmen kann.
Ja, so, wieder raus aus dem Brunnen. Blah. Zum Glück habe ich keine langen schwarzen Haare. Wow, alles gut. Und wieder im Lightfoot-Dorf. Oh, wer bist du denn? Wer seid ihr denn? This fox. Fox, look out! It's a trap! Alter! Alter! Oh! Immer ich! That's the one! That's the stinking beast that took my treasure! Huh? What happened? Untie me right now! I am Chief Lightfoot, and we don't like thieves. Thief? What are you talking about? Huh. You take our treasure and give it to the stinking Sharpclaws. Yeah, tell him, Chief. Kill the stinking pig. I didn't take your treasure. You gave it to me. Let me show you what we do to thieves. Use the flame command at the right time, and I'll help you get out of here. Ah, danke schön. Oh, scheiße. Nein, das war nicht so... Oh! Habt ihr das mitgekriegt, vor allem im Englischen? Der Lightfoot hat einfach mal gesagt, ja, kill ihn, ja, kill him. Und natürlich wurde es hier im Deutschen hier verharmlost mit, ja, mach ihn fertig. Die wollen uns umbringen, die wollen uns aufspießen. Alter, das Spiel verlangt heute ganz schön viel von mir. Logisches Denken, Timing, Geschick. Voll den Arsch verbrannt. Was sollten wir darstellen? Irgendwelche Indianer-Dinosaurier hier? Ach Gott, ey. Es wird immer schlimmer. Oh! Genau. Nein. Voll in den Magen. Ja. Nein. Oh Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist das so ein bisschen verzögert, oder? Ich hoffe, ich will hier jetzt nicht drauf gehen. Das war viel zu früh. Alter, ich habe nur noch 6 Versuche. Hallo. War schon wieder zu früh. Leute, ich glaube, wir werden hier drauf gehen. Ja! Ja! Aber einen müssen wir noch erledigen. Scheiße! Nein! So knapp! Oh, geh mit deinem Zahnstocher weg! Yes! Make the bird stop! Make it stop, and I'll untie you! Alter, der ist voll smart. Der hat den Cloudrun als Vogel bezeichnet. Der weiß jetzt schon, dass sich Dinosaurier zu Vögeln entwickeln werden. I'm glad I could return the favor. Fox, dem wird hier auch nicht langweilig, ey. Vor allem, der wird immer irgendwie gefangen genommen. Der wird ins Gefängnis geworfen. Der wird hier einfach mal festgenagelt und so. Keine Ahnung. Alle wollen ihn einfach nur umbringen. Meine Güte. Also, hier fühlt man sich doch willkommen. Ja, Leute, ich gucke jetzt mal fix, wie lange ich jetzt hier schon aufnehme.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, jetzt hier den Part zu beenden. Das dürften... Den Part? Nein, die Aufnahmesession. Ja gut, den Part vielleicht auch. Ja, das dürfen jetzt wieder zwei Parts werden. Leute, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wir haben den Ahnenstein zurückgebracht. Tricky hat seine Farbe geändert. Mal sehen, wie er in der nächsten Aufnahmesession aussehen wird. Und ja, was geht denn hier jetzt in dem Lightfoot-Dorf hier ab, ey? Die haben uns hier einfach festgehalten, hier gefangen genommen, wollten uns umbringen, weil wir angeblich den Feuerstein geklaut hätten, obwohl der eine Lightfoot ist, uns hier einfach mal hier zugeworfen hat. Alles hier Missverständnisse, alles Missverständnisse hier. Ja, Fox, du guckst dich zu Recht verwirrt um. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bei Star Fox Adventures, wenn wir hier erstmal hier das Dorf hier abchecken und erstmal hier gucken, was ist denn hier überhaupt los? Ich hoffe, ihr freut euch. Bis dann und denkt dran, immer schön zocken. Ciao.